gekühlte Avocado-Gurken-Minzsoße-Suppe ist hier drin. Oder von Malouf persische Bohnensuppe. Ist dem Wetter eher angemessen. Nahöstliche Fleischbällchensuppe. Boah, da sind Rezepte drin. Das heißt Suppen für Syrien. Ich befürchte, man sollte genauso wenig mit Hunger Kochbücher angucken, wie einkaufen gehen. Aber weißt du was, bei dem macht das nichts. Da geht der ganze Erlös an Shams, das ist diese Organisation von Rafik Shami für syrische Kinder. Also von daher gibt das Geld ruhig aus. Alles klar.